las von einem Traum, den eine Hippie-Frau hatte. Das war folgendermaßen. Eine Hippie-Familie hatte sich bekehrt und war voller Begeisterung für den Herrn. Sie strahlten so richtig die Liebe des Herrn aus und waren ganz frisch im Glauben, waren jetzt aus dieser Aussteigerszene in dieses Leben mit dem Herrn hineingegangen. Das Ganze geschah Anfang der 70er Jahre, als diese Hippie-Szene wirklich noch so richtig im vollen Schwung war. Die Frau hatte einen sehr eindrücklichen Traum, und zwar sah sie Folgendes. Sie sah sich in einer endlos langen Menschenschlange an dritter Position vorne stehen, vor dem Himmelstor. Und vor ihr stand Abraham und der hat die Leute interviewt und entschieden, ob sie in den Himmel hinein können oder nicht. Nun, sie hat gehört, was da jetzt gesprochen wurde. Vorne war erstmal ein Mann und dieser Mann wurde von Abraham gefragt, was für eine Rechtfertigung hast du, um in den Himmel zu kommen? Und er erzählte, dass er christliche Pfadfinderarbeit gemacht hatte und wie er sich investiert hatte und dass die Kids gute Bürger werden sollten und so weiter. Abraham sagt, das ist wunderbar und sonst noch. Und er erzählt weiter, was er so alles geleistet und getan hat. Und letztlich wird er abgewiesen. Die Frau ist erschrocken. Danach kommt direkt vor ihr eine Frau. Abraham fragt sie, was für eine Rechtfertigung hast du, dass du in den Himmel kommst? Und sie erzählt, dass sie 30 Jahre lang Sonntagsschule gemacht hat und wie sie sich investiert hat in der Gemeinde und wie sie mitgearbeitet hat. Abraham sagt, das ist wunderbar. Und was hast du sonst? Und es kommt nichts. Und sie wird auch abgewiesen. Und jetzt ist diese Hippie-Frau, die ja ganz frisch bekehrt war, völlig erschüttert. Sie denkt sich, wenn diese Leute, die so viele Jahre gedient haben in den Gemeinden, abgewiesen werden, was habe ich? Und Abraham fragt sie, nun, was hast du als Rechtfertigung, um in den Himmel zu kommen? Und es platzt aus ihr heraus, ich berufe mich auf das Blut Jesu. Und die Himmelstür geht vor ihr auf. Das war ihr Traum. Interessant, nicht wahr? Nicht unsere Leistung, nicht das, was wir tun, macht uns gerecht vor Gott, sondern das, was Jesus getan hat und was wir für uns in Anspruch nehmen können, worauf wir uns berufen können. Sein vergossenes Blut ist in der Tat der Preis, um in den Himmel zu kommen, nicht sonst. Wir können alles Mögliche leisten. Es wird uns nicht näher zu Gott bringen. Das Blut Jesu, wenn wir es für uns beanspruchen, das ist es, was uns zu Gott bringt. So heißt es im Epheserbrief, jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, also fern von Gott, gefallen, in Sünde lebend. Ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Und genauso können wir das Blut Jesu für jeden einzelnen Lebensbereich, den wir haben, beanspruchen. Wir können uns darauf berufen. Du kannst dich auf die Kraft des Blutes Jesu berufen, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, für deine Kinder, für deine Ehe, für deine Gesundheit, für deine Beziehungen, für deine Verwandten, für deine Finanzen, für alle Lebensbereiche, in denen du stehst. Sei dir bewusst, welche Kraft das Blut Jesu hat. Es ist vergossen worden für dich, damit du Leben in voller Genüge hast. Beruf dich auf das Blut Jesu. Sei dir bewusst, was das für eine Kraft hat, für eine Bedeutung hat. Weißt du, im Grunde genommen ist es so, das Blut Jesu ist das Kostbarste, was es im gesamten Universum gibt. Das Kostbarste, was es im gesamten Universum gibt. Gott wurde Mensch, starb für uns, vergoss sein Blut für uns, damit wir in die Beziehung zu Gott kommen können. Das ist ein ganz großes Geheimnis und es ist sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wenn du dich mit der Kraft des Blutes Jesus beschäftigst, wirst du merken, was für ein gewaltiger Schatz das ist. Durch ihn und durch sein Blut haben wir Zugang in die Segnung Gottes hinein. Von daher lade ich dich ein, beschäftige dich damit, gerade was auch das Neue Testament dazu sagt, beispielsweise im Hebräerbrief, und du wirst sehen, Gott hat viel mehr für dich.